Hallöchen, meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück zu Star Trek Online. Beim letzten Mal haben wir die Mission Verzweifelte Maßnahmen gemacht, bei der wir die romulanischen Forscher befreit haben und die Borg-Technologie zerstört haben. Und jetzt geht's mit Schattenspiel weiter. Und ja, die Überlebende, die wir ja von der Station gerettet haben, die hat uns so einige Informationen gegeben über die Tal'Shiar und halt was die so in etwa geplant haben. Und ja, mal gucken, ich weiß nicht, was sie jetzt noch geplant haben. Das werden wir jetzt einfach mal versuchen zu verhindern. Beziehungsweise vielleicht bekommen wir mal mehr Infos, was denn jetzt genau der Tal'Shiar vorhat. So. I can't thank you enough for returning me. It looks like the Romulan Star Empire has been busy while I was away. They were already lobbying our council to join them, but Romulan Republic envoys are there as well. Now the Empire is blockading the planet, probably to prevent information like ours from reaching our leaders. Okay. Der Tal'Shiar hat also hier so eine Art, ich sag mal, Schutzschild gerade um den Planeten gebaut. Ja, bin ich mal gespannt, was das Schiff hier zu sagen hat. This planet is protected by the Romulan Star Empire. State your business. Technically, it is not. However, the Empress has graciously extended her protection to all worlds in this region of space, including Serene Prime. There have been recent reports of terrorist activity. This planet is protected by the Romulan Star Empire. State indeed. Identified. Wir legen den einfach mal ganz dreist an, aber das ist eigentlich egal. Wir müssen so oder so gegen den Typen jetzt kämpfen. Egal was wir gemacht hätten, wir hätten auf jeden Fall gegen ihn kämpfen müssen. Aber jetzt haben wir ihm natürlich eine schöne Breitseite geben können. Aber jetzt kommt. Aua, ein ganzer Haufen. Aua! Das hat verdammt wehgetan. Problem ist, die Tropfs von dem, die gehen auch noch durch die Schilde durch. Autsch! Aber ich habe Gott sei Dank auch so einen schweren Plasma-Torpedo. Aua, aua, aua. Wenn das so weitergeht, gehen wir jetzt hier auch noch drauf. Ja, komm schon. Wir müssen ihm nur noch ein bisschen Schaden zufügen. Jawohl. Das war knapp. Das Item werde ich mir jetzt nicht unbedingt noch da besorgen. Erstmal ein bisschen das Schiff wieder reparieren. Das war ja gerade in einem sehr miserablen Zustand. So, fliegen wir hier durch und dann kommen wir auch endlich zum Orbit des Planeten. So. Den Rest sollte er eigentlich dann gleich, während wir auf dem Planeten sind, repariert haben. Das heißt, dann ist unser Schiff nachher auch wieder vollkommen einsatzbereit. I can't believe I finally made it home. Thank you. I never thought I'd see this place again. I would give you the grand tour such as it is, but I need to. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt so wichtig, was die da zu erzählen hat. Wir gehen lieber zu dem Ratsmitglied, mit dem müssen wir jetzt erstmal sprechen. Was haben wir denn da liegen? Eine Kiste, okay. Naja, Hyperspray, gut, können wir immer mal gebrauchen. Haben wir ja mittlerweile doch auch einige temporale. Oh, ich sehe gerade, ich habe auch noch zwei temporale Sonnen noch nicht abgeholt. Muss ich jetzt demnächst mal machen. So, da scheint aber keine zu sein. Aber ich meine, hier auf der Mission müsste auch eine sein. Oh, thank you for returning to Kella to us. I'm sure her family is pleased she is safe. However, you have arrived at an interesting time. Yes, the Empire has a way of offering assistance that feels more like a threat. A number of our citizens went missing in the weeks before the Empire arrived. Jetzt größtenteils überspringen. The Empire blames the Republic, of course, but I think Sila likes to blame them for a lot of things. Naja, ich sag mal, die da hatten, in fact, die haben mich ehrlich gesagt schon beim ersten Mal, als ich die Mission gemacht habe, etwas gelangweilt. Und vor allem von dem Idioten hier.
der Vollpfosten da. Federation are allies of the terrorists who seek to destroy what remains of our glorious. Kleiner Heulsuse, das Imperium. Das Romulanische Imperium war ein Scheiß. Heul nicht rum. You had no choice. Those words have been the excuse of monsters since time immemorial. Du bist eher das Monster, ey, wenn du immer noch an das scheiß Imperium glaubst. Ist ja fast wie bei Star Wars, ey. Die Deppen, die immer noch ans Imperium glauben. A pleasure to meet you. What can I do for you? My intent was to speak to the Council about the advantages of joining the Republic. Fortunately, I arrived before the blockade, and the Council has extended their protection to me. Ja, das die Romulanische Republik, die ist auch hier eingetroffen, um hier mit den Ratsmitgliedern zu verhandeln. Und jetzt fragt sie uns, was wir denn davon denken. Interesting perspective. Thank you for your suggestion. Our most convincing evidence comes from a survivor of Virenat. And if his story can be believed, he says he knows who is behind these abductions. Ja, es gab noch ein Überleben von Viriant. Das ist der Planet der Romulaner, der angegriffen wurde. Und mit dem sollen wir jetzt sprechen. Yes, I was at Virenat. My family died there. My friends. It wasn't terrorists who destroyed my home, and it certainly wasn't the Republic. It was the Tal Shiar and their friends. Also uns wurde da auch gerade gesagt, dass das der Tal Shiar war. Und naja, der Tal Shiar und das Imperium, ich habe irgendwie das Gefühl, so, dass die irgendwie zusammenhängen. Ach, die wollen uns direkt entern, die Kacknoobs. Oh, wie süß. Please allow us to assist. This is the least we can do for our allies in Starfleet. Ja, sehr schön. Wir haben jetzt zwar einen Gegner, aber ja, die Republik, die Romulanische Republik, hat auch ein Schiff hier im Orbit und ja, das Schiff wird uns jetzt hier unterstützen. Jetzt kann man natürlich wieder eine schöne Salve von den Kacktorps ab, aber deren Schiff wird jetzt nicht mehr lange überstehen. Nö, vielen Dank. War schon nett, dass ihr uns geholfen habt hier. So, jetzt müssen wir die Schildbarriere überqueren. Ich habe schon mal probiert, drüber zu fliegen. Weil das hätte man ja quasi am Anfang auch machen können. Das funktioniert auch, aber die Quest funktioniert dann nicht. Das ist total bescheuert. Da musst du wirklich bis zu dem blöden Loch zurückfliegen und kannst dann erst, ja, zum Orbit fliegen, was eigentlich total bescheuert ist, aber gut. So. Da kommt unsere schöne Galaxy Class nach Virian. Und das ist der Planet Virian, ja, auf dem, ja, irgendwas passiert ist auf jeden Fall. Und jetzt scannen wir hier erstmal ein paar Wrackteile. Um nicht extremst zu spoilern, aber euch trotzdem noch ein paar Informationen zu dem Planeten zu geben. Wenn ihr bei Star Trek Online die Romulaner zum Beispiel nehmt, werdet ihr eure Reise hier auf Virian beginnen. Und ich sag mal so, der Start von der Kampagne der Romulaner hat halt mit dieser Quest quasi was zu tun. Das, was auf Virian passiert ist, was wir jetzt hier untersuchen, quasi zu dem Zeitpunkt fängt man da seine Karriere an. Also von daher, das hängt ein bisschen zusammen. Ich werde mal schauen, je nachdem wie lang das Let's Play hier mit der Föderation geht. Ich guck mal, ob ich vielleicht zumindest einen Anfang von der Romulanischen und vielleicht auch von der Klingonischen. Müssen ja nicht unbedingt viele Folgen sein. Ich sag mal, wenn wir jetzt pro Rasse vielleicht 5 Folgen machen, würde das ja dann reichen. Föderation ist, wie gesagt, das ist eben meine Haupt
Partei, also ich habe eigentlich hauptsächlich nur Föderationscharaktere, habe zwar auch einen Klingon und auch einen Romulaner, aber ich bin halt eher so der zur Föderation gehört. Und ich finde auch, dass die Schiffe am geilsten sind, einfach von der Föderation. Von daher, wie gesagt, bleib ich auch der Föderation sehr treu. Aber wie gesagt, wir können das gerne mal machen, dann kennt ihr auch ein bisschen mehr Details hier von dem Planeten hier. Und dann könnt ihr euch auch vielleicht ein etwas besseres Bild machen, was denn hier jetzt genau passiert ist oder wie es hier vorher vor dem Angriff aussah. Dann werde ich das dann wahrscheinlich so machen, dass ich dann in jedem Video dann verlinke, sobald das dann halt soweit ist hier mit dem Romulaner. Dann werde ich das halt mit dem Video verlinken und das Romulaner-Video mit dem Video hier verlinken, damit ihr halt so die Ursache und die Auswirkungen davon sehen könnt. So, ja, hier haben wir gerade eine Leiche gescannt. Und ja, wir haben hier aber mehrere Punkte, die wir noch ablaufen müssen. Und überall sind diese hässlichen kleinen Krabbeldrohnen. Ich weiß gar nicht, warum die unbedingt so potthässlich aussehen müssen, beziehungsweise was das für ein ekelhaftes Plasmazeug ist, was da gerade rausgekommen ist. Das sah schon irgendwie ein bisschen ekelhaft aus. Aber gut, mit unserem Heroldstab, den wir hier haben, klappt das eigentlich ziemlich gut. Den haben wir ja aus einer ikonianischen Kiste rausgeholt. Und ja, der macht doch ganz gut Schaden. Obwohl ich auch irgendwann, ich sag mal, noch ein paar neue Waffen mir besorgen werde, auf jeden Fall. Denn ideal ist der Stab jetzt für den Moment zwar schon, aber im Nachhinein müsste ich mal gucken. Es gibt da schon noch ein paar etwas bessere Waffen. So. Das ist eine Art Barke. Das spricht keiner mit Bekannten. Jo. Erinnert mich so ein bisschen an die Borg irgendwie, das Ding. Aber ich weiß, dass die Borg da nicht wirklich was mit zu tun haben. Aber es sah halt von der Technologie ähnlich aus. Obwohl man auch sagen muss, die romulanische Technologie, die sieht auch manchmal ein bisschen komisch aus. Ist da gerade dieser Käfer vom Himmel gefallen? Sah zumindest gerade sehr stark danach aus. Wie der dicke Brummer. Machen wir den erstmal kalt, dann haben wir wenigstens noch ein bisschen freien Platz nach vorne. Irgendwie komme ich nie dazu, diesen Scheiß, diese Mine da zu benutzen. Die explodiert irgendwie viel zu spät. So. Tun wir jetzt mal diesen Krater scannen. Hat er doch ein ziemlich großes Loch eingerissen. Und dieser Krater ist durch einen Orbitalstark entstanden. Oh, hier war noch irgendwas, was man scannen konnte. Ich glaube, hier vorne, genau. Es wurde zwar nicht auf der Map angezeigt, aber das habe ich auch jedes Mal gesehen. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie eine Auszeichnung noch für kriegte. Oder eine bessere Belohnung, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich es einfach immer mitgescannt. Ja, mal gucken, ob hier unten noch irgendwas ist. Beziehungsweise ich kann jetzt, ach komm, können wir später machen. Kommen wir da überhaupt durch? Was ist denn das? Okay. Ja. Obwohl hier ganz viel Zerstörung ist, ist einfach mal eine neue Pflanze gewachsen. Interessant. Ich sehe aber nichts anderes, was wir sonst noch scannen könnten. Dann begeben wir uns halt einfach zur Konsole. Scheiß drauf. So, da vorne haben wir sie schon.
Citizens of the Empire, it is with great sorrow that I report the destruction of our colony in the Virenat system by the terrorist insurgents. Alter, was geht denn hier ab? I believe most of the residents of Virenat are loyal subjects. Ah, finde ich gut. Unser Team hat das von alleine hinbekommen. The Romulan Republic destroyed the entire colony rather than submit to the lawful authority of my. So heuchlerisch, diese Kaiserin. Die weiß ganz genau, was hier passiert ist. Also, das finde ich echt unfassbar, was die da von sich gerade abgegeben hat. Ich gucke aber trotzdem nochmal, ob hier noch irgendwas ist. Denn, wir haben ja, glaube ich, auch noch eine Sonde, die irgendwo sein soll. Auf der Map hier. Aber ich glaube, da waren wir ja eben schon. Genau, das war das Ding, wo wir vorhin waren. Aber mal gucken, ob hier noch ein Weg weiterführt. Ah, da geht es auch noch lang. Und ich mich nämlich nicht ganz täusche, ist das hier nämlich auch der Startpunkt, wo man mit der romulanischen Kampagne anfängt. Aber da bin ich mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher. Aber das werdet ihr dann ja dann irgendwann auch sehen. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier unten ist doch nichts mehr. Aber da unten zeigt er mir jetzt auch nichts an von der Sonde. Aber ich werde da einfach trotzdem mal lang gehen. Also, lieber gucke ich da zweimal nach, als wir das für sie verpassen. Wir müssen die Quest nochmal machen. Denn dann ist das natürlich mit dem Leveln auch ein bisschen blöd, weil dann kommen wir da ja gar nicht hinterher. Aber hier scheint wirklich nichts zu sein. Von daher beamen wir jetzt einfach mal hoch. Sonst muss ich es wirklich leider irgendwann nochmal nachholen. So. Ah, da haben wir ja ein paar Gegner. Okay. Gulasch-Verderber-Fregatte. Wo war die denn hingegangen? Ah, natürlich mit unseren Waffen können wir sie eigentlich doch ziemlich schnell auseinanderpflücken. Also, die Antiprotonenwaffen sind sowieso richtig, richtig fett. Ich würde mir nur wünschen, dass man in Star Trek Online, man kann ja mittlerweile das Aussehen der Schiffe anpassen. Also jetzt, ich meine jetzt nicht nur die Hülle generell anpassen, wie die Warp-Gondeln aussehen sollen oder so, sondern man hat ja schon mal, wenn man, ich sag mal, Items anbringt, ob das Schilde, Impulsantrieb oder Deflektor ist, dann sieht das Schiff auch schon mal ein bisschen anders aus von außen. Okay, der Tal Shiar greift die Romulanische Republik an. Ja, dann würde ich sagen, werden wir denen mal helfen. So, jetzt müssen wir natürlich auf die Kampftruppe warten. Wie gesagt, man kann ja, wenn man Items ausrüstet, ändert sich auch schon mal das Aussehen. Das fände ich auch cool, wenn es das auch für die Waffen gäbe, weil, ich sag mal, klar, bei den Föderationsschiffen sieht es halt einfach am besten aus, wenn richtige Phaserbänke feuern. Man sieht so eine Antiprotonenwaffe natürlich ein bisschen blöd aus. Da würde es mich noch freuen, wenn man da auch noch einen Skin draufsetzen könnte. Dass man halt, sag ich mal, eine Antiprotonenwaffe ausrüstet, ob es jetzt die ist, die wir jetzt haben, oder die vielleicht von den Herold oder weiß der Geier von was. Und dann da einen Skin, eine normale Phaserbank. Da kann man ja dann auch eine MK1 Phaserbank draufsetzen. Die hat ja dann keine Werte, die verwendet werden, sondern nur halt optisch als Skin. Das wäre schon wirklich, sag mal, vernünftig. Aber gut, das gibt's leider so nicht. Ich glaube auch nicht, dass sie das einfügen werden. Naja, gut. So.
New Romulus does not have the developed orbital defenses necessary to repel such an attack, and Admiral Kerouac is calling for as many ships as possible to defend the planet. The float glad you could join us. Concentrate. Ach, da haben wir sogar die Chronitonenverzerrung. Ja, super. Da brauchen wir die Sonde noch nicht mal zu suchen. Ja, sehr schön. So, dann holen wir uns die noch schnell, bevor wir in den Kampf eintreten. Ach, jetzt haben wir wieder hier unsere tollen Ziffern. Naja, gut. Auf jeden Fall hier, die Romulanische Republik wird halt gerade vom Talschiar angegriffen. Und ja, da die natürlich noch keine Orbitalverteidigungsanlage haben, beziehungsweise sie besitzen halt momentan keine, sind sie natürlich ein einfaches Ziel für die Talschiar. Und von daher brauchen die wirklich alle Hilfe, die sie kriegen können. So, jetzt müssen wir uns natürlich beeilen. Ich weiß nicht, ob die Talschiar auch die republikanischen Schiffe zerstören können. Weil dann wird die Quest nämlich doch einen ganzen Ticken schwerer. So, zwei Ziffern haben wir wenigstens schon mal. Okay, die passt noch nicht. Aber ich meine die 4, genau. Man muss schon mal gucken, wenn man sieht, ja, da hat es ja auch schon hingehauen. Man sieht ja schon mal, dass das zwar die richtige Ziffer ist, aber die kommt in eine andere Reihe. Wenn man sich das merkt und man weiß schon, welche Ziffer man schon verwendet hat, kann man so ein bisschen durch Ausschlussverfahren rausfinden, welche denn noch bei den übrigen Reihen kommen. So, dann legen wir doch mal los hier. Das sind natürlich verdammt viele Gegner, also ich könnte mir auch vorstellen, dass wir eventuell mal platzen werden. Denn ich sehe hier kaum Verbündete, hauptsächlich nur Gegner. Und von daher könnte das problematisch werden. Aber wir werden jetzt unser Bestes geben, hier der Romulanischen Republik unsere Unterstützung zu leisten. Die Galaxy Class ist ja auch kein schlechtes Schiff, also ich sag mal, wer The Next Generation gesehen hat und auch den, ja, obwohl den Film kann man ja nicht wirklich mitzählen, wo die Galaxy Class im Einsatz war, weil da wurde sie ja im ersten Film schon zerstört. Was halt aber nichts mit der Kampfkraft der Galaxy Class zu tun hatte, sondern ja, dass damals die Klingonen halt die Schildfrequenz der Enterprise hatten, da Sorin, der ja Geordi quasi gefangen genommen hat, hat an dessen Visor ein bisschen was rumgebastelt. Wer Geordi nicht kennt, der hat da beziehungsweise der musste halt ein Visor tragen, um was sehen zu können. Also er hatte keine, ich weiß nicht, ob seine Augen komplett wirklich kaputt waren oder ob sie so schwach waren, dass er da deswegen nicht sehen konnte. Auf jeden Fall musste er halt diesen Visor tragen, um was zu sehen. Und ja, da haben sie dann natürlich ein bisschen rumgefummelt, wodurch die Klingonen, auch wenn es ein uraltes Schiff war, was angegriffen hatte, natürlich mit Torpedos sofort durch die Schilde kam. Und da hat selbst ein Schiff wie die Enterprise dann keine Chance gehabt. Obwohl sie nachhinein dann doch geschafft haben, die Klingonen zu zerstören. Aber halt leider die Galaxy Class, naja, einen Warp-Kernbruch hatte. Wodurch dann, ja, die Untertasse abgetrennt werden musste. Und dann auf den Planeten, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie er heißt, müsste ich mir vielleicht nochmal angucken, beziehungsweise durchlesen. Ist dann das Schiff abgestürzt. Der Teil, wo der Warpkern drin war, ist halt im All in die Luft geflogen. Und naja, das Schiff war dann halt total Schaden quasi. Und konnte man nicht mehr wirklich viel von retten. Aber das wird unserer Galaxy Class jetzt hier nicht passieren. Wir werden diesen Dreadnought hier auseinanderrupfen. Und es sind doch noch einige Gegner hier in der Nähe. Also das wird noch ein bisschen was. Ich weiß nicht, was das jetzt hier gerade für ein Kegel ist, den er da macht. Das ist, glaube ich, so ein extra starker Torpedo, den er dann abfeuert.
ähnlich wie wir es bei den Nakul gesehen haben. Die konnten ja auch dann so einen Kegel erzeugen und dann einen sehr, sehr starken Strahl abfeuern, der einen doch sehr, sehr angekratzt hat. Otsch, otsch, otsch. Da hat er mir die Schilder aber auf der linken Seite so mal richtig weggeklotzt. So, tun wir die noch ein bisschen verteilen. Und dann dürfte dieser Dreadnought hier vorne auch gleich schon fertig sein. Er kann nämlich auch das Klingonenschiff und auch die USS Belfast kann uns dann nämlich unterstützen bei den anderen Schiffen. Der Dreadnought, der ist doch ja sehr stark. Also der ist nicht gerade von schlechten Eltern. So, dann haben wir hier das Führungsschiff. Ich weiß gar nicht, müssen wir das Führungsschiff zerstören? Kommandoschiff. Wo ist denn das Kommandoschiff? Ist wahrscheinlich hier das Führungsschiff. Meinen die wahrscheinlich damit gerade? Denn ich sehe ehrlich gesagt kein Kommandoschiff gerade. Probieren wir es einfach mal aus. Wenn es das nicht ist, müssen wir halt noch irgendein großes Schiff in die Luft jagen. Aber wir kommen ja doch gerade ganz gut durch die Schilde von dem Führungskreuzer da. Führungsschiff da. Unsere vorderen aua, was hat der denn da abgefeuert? Ich glaube, das war so ein... Ach, du willst mich doch jetzt verkackeiern, oder? Jetzt werde ich natürlich hier von dem Führungsschiff und von einem anderen Schiff beschossen, von der Seite. Und dann haben die auch noch diese Kackdrohnen mit den Traktorstrahlen. Ich kotze. Ich habe natürlich noch nicht den Skill Feuer frei. Also wenn wir den nämlich hätten, würden unsere Strahlenbänke in alle Richtungen bzw. auf alle Gegner in der Nähe feuern. Mit erhöhter Feuerrate. Dadurch hätten wir auch diese scheiß Traktorstrahldrohnen, die mir immer noch am Sack gehen, ziemlich schnell zerstört eigentlich. Aber das habe ich ja leider noch nicht. Das muss ich mir definitiv aber noch zulegen. Na komm schon, geh kaputt, Junge. Okay, dann war es doch das Kommandoschiff. Sehr gut. Jetzt haben wir hier eigentlich nur noch eine Fregatte. Ja, und da halt den ganzen Haufen an Gegnern. Meine Schilde, alter Schwede. Ich glaube, nur die Schilde halten das Schiff großteils zusammen. Weil 30% Hülle ist nicht gerade viel. Die müssen wir jetzt so schnell wie möglich hoch pushen. So, wir haben jetzt Schattenspiel abgeschlossen, obwohl hier noch ein Haufen Gegner ist. Okay. Aber ich werde hier erstmal das Schiff definitiv mal in die Luft jagen. Und das stört mich hier so ein bisschen. Und das geht auch noch. So. Schön Traktorstrahl gefangen nehmen. Zack, war das. Ja, und die paar Schiffe, die da vorne noch sind, das sollte eigentlich die Föderation bzw. auch die Flotte der Romulaner und der Klingonen bzw. ich glaube, das war gar kein Klingonenschiff, das war ein romulanisches Schiff. Die sollten das eigentlich hinbekommen. Na klar, wie komme ich auch auf Klingon? Mit denen sind wir ja verfeindet. So. Dann können wir nämlich das System hier auch verlassen. Die letzten Schiffe des Gegners explodieren noch und wir verpissen uns einfach mal. So. Dann werden wir uns doch mal bei der Sternflotte nochmal melden. Okay, die Romulanische Republik zeigt uns ihren Dank. Jetzt haben wir ja natürlich ein paar Plasmawaffen, die können wir nicht wirklich gebrauchen. Darum nehme ich jetzt einfach mal die Torpedos. So. Nächste Mission wird Taris, die werden wir aber jetzt noch nicht machen. Die machen wir erst beim nächsten Mal. Von daher würde ich sagen, wir machen an der Stelle hier Schluss, Leute, und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal.